Ich sag mal so, der ist leicht, also den kannst du halt auch reizen. Er ist nicht leicht zu reizen, aber den kannst du halt auch reizen, so. Und ich glaube, also er hatte mal vom Krieg erzählt und ich glaube, der hatte PTSD oder so. Also auf jeden Fall war der nicht, also er war nicht ganz fit geistig. Das kann sein, Und ja. ja, also zumindest so habe ich das immer verstanden. Und auf jeden Fall, er war, wie gesagt, also der war eigentlich ein total lieber Typ. Ich habe nie Ärger mit dem gehabt. Und ich glaube, der meint das auch nicht wirklich böse, sondern das ist vielleicht so ein bisschen aus seiner Art gewesen, ja. Ja, und er hat ja seine Führerscheinlizenz verloren, falls ihr es mitbekommen habt. Ja, habe ich mitgekriegt. Ja, und das wurde dann ja irgendwie gesperrt für eine längere Zeit und dann hieß es ja und bekommt seinen Führerschein nicht zurück. Und am Ende lief das halt so, dass er dann gesagt hat, ah ja, ich habe keinen Job, ich habe hier gar nichts, in der Heimat habe ich mehr. Und dann ist er gegangen. Also ich fand den sau cool, ehrlich. Ja, war Aber wirklich. der war so goldig, ehrlich. Ja, er war wirklich ein ganz lieber Typ. Immer dieses Mashallah, siehst einfach wieder gut aus. Ich Ja. fand das so toll. Ich habe Ja. es. Es ist nicht dieses Anmachen, aber es ist dieses spaßige an Dingsinn. Ja, was Finde ich ich krass toll. fand, wir waren mal beim Vespucci Market mit ihm und die wussten einfach, der hat sich einfach Kisten von Chai bestellt, also von Ja, Tee komm ich bestellt. klar. Und das war so lustig, weil der musste uns eigentlich helfen und der hatte einfach gar keinen Platz im Kofferraum. Alles Oh. voller Tee. Ah, so ein Typ. Ja, gut für dich. Ja. Na gut, naja. Aber schade, ja, es ist sehr schade. So wie es halt eben ist, ja. Ach ja. Gut, ne? Ja. Genau. Was ich nochmal fragen wollte, ist, das wollte ich jetzt nicht vor der Verlagschefin fragen. Ich habe ja persönlich kein eigenes Auto zurzeit. Ja. Wenn ich dann zur Arbeit komme, kann ich ja dann auch das Auto ja hinten dann nehmen, ne? Das ist gar kein Problem. Hast du einen Führerschein? Ja, Jo, oder? hab ich. Dann klar, kannst du nicht. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tanken, wie machen wir das jetzt? Weil ich habe ja jetzt gerade, glaube ich, keinen Zugriff auf die. Oder wie läuft das? Das müsstest du schauen. Ich glaube, eigentlich Normalerweise müsstest solltest du, du wenn du sogar ein eingestempelt Auto. bist, und du tanken willst, dann hast du dann, glaube ich, Zugriff auf die, Konto, auf die Hauptkonto. Konto, genau. Genau, Ah. genau. Dann, also am besten da dann Hauptkonto wählen und nicht Einnahmenkonto, weil Einnahmenkonto ist unser Geld. Okay, Dann nimmst du uns also. das Geld weg. Okay, Hauptkonto. Genau. Okay. Und dann. Ja, also sofern du im Dienst bist, solltest du da eigentlich. Also du bist ja am Tanken und dann sagt er, möchten Sie bar bezahlen oder möchten Sie mit Karte zahlen? Zahlst halt einfach mit Karte und dann ziehst du da im Endeffekt deine. Hast du jetzt sozusagen deine generelle für alles Karte, die du dabei hast, dann ziehst du das im Endeffekt da durch und sagst dann Hauptkonto gut ist. Oh, sehr gut, dann mache ich das so. Einfach direkt in der Zapfsäule, nenne ich es gerne mal. Ja, einfach nur, damit ich was, weil das ist ein bisschen nervig, wenn man irgendwo hin muss und dann kann man nicht mit dem Auto fahren und. Ne, aber was ich halt sage, lass dich nicht oder fahr STVO gemäß, bitte. Bitte was? Fahr STVO gemäß, ne? Lass nicht irgendwie so, dass PD dich anhalten muss oder sonst was. Nein. Wirkt auf uns dann auch kein gutes Licht. Nee, nee, klar, nee, nee, das ist selbstverständlich. Ich meine, ich habe auch keine Lust, den Strafzettel zu kassieren. Aus Geld. Ich hab schon, ich wurde glaube zweimal angehalten. Reicht! Oh, wegen was? Ich habe zweimal Stoppschild gesagt, aber ja, ich sag mal so, nach dem Anhalten, ich bin mit dem Motorrad gefahren, ich hatte dann noch keinen Führerschein. Beim ersten Mal verwarnt, beim zweiten Mal habe ich dann Bußgeld gekriegt. Also was soll ich sagen? Okay. Ich wurde noch nie angehalten. Ja. Bist du auch jemals Auto gefahren? Das ist die andere Frage. Ja, richtig. Vor dem Laden hier. Ach, krass. Ja. Der kleine Club. Der kleine Club. Meine Knutschi. Knutschi? Ja, ich hab so einen kleinen Esszug da stehen, noch. Ach, warte mal. Ich erinnere mich, als ich vor kurzem draußen stand, wo wir das Gespräch hatten. Bei dir du hast ja vorne diese Optik, also dieses, wie heißt das, wahrscheinlich irgendwie entweder lackiert oder halt Folie drüber, oder?
Was? An der Motorhaube. Also Dominik jetzt. Die Aufkleber meinst du? Ja. Dieses Sticker, ja. Ich habe dann noch aus Spaß gesagt, noch zu dem Kollegen, der draußen stand, also zu dem Herrn, der draußen stand, ja, dir ist wohl der Edding ausgegangen, weil das hört ja bei dir vorne bei der Tür auf, ne? Ja, das wird, also ich hatte kein Geld für weitere Sticker. Es wird noch übergehen. Also bis, ich weiß nicht, ob ich noch weitermache als bis zur Fahrertür, aber mal schauen. Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Bin mal gespannt, was du draus machst. Meine Kleine. Ein richtiges Grafikartes Auto. Ja, ne? Das habe ich auch gedacht. Also gerade, weil das so künstlerisch vorne ist, habe ich genau das gedacht. Super cool. Aber Dominik? Nein. Doch. Nein. Ist mir doch egal, guck dir das doch an, Junge. Ja, zeig mir was denn. Ich zeig dir mal die da werde ich noch mit ein, zwei Sachen ändern, aber die neuen gemachten Teile für Cool Beans. Und die Grafiken? Das zeig mal. Ja, es wird jetzt noch ein bisschen geändert, aber Nummer 1. Nummer 2. Cool Beans Grafiken. Problem ist, ich habe deine gesonderte E-Mail-Adresse nicht. Deswegen kann ich das, mal nicht. Oder habe ich deine? Kann ich deine finden? Ja, Pizza Ananas. Ja, nee, ich habe dir das über die gesonderte E-Mail-Adresse geschickt. Boah. Hä? Okay. Du verstehst mich, oder? Ja. Hey, natürlich, ich höre dich. Ja, sorry, ich Ich überlege gerade wegen, was du meinst mit der E-Mail-Adresse. Ich war ein bisschen verwirrt, aber ja, ich habe noch keine Redaktion. Also, oder was meinst du? Oder brauchst du meine E-Mail-Adresse? Nicht die E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse, sondern die E-Mail-Adresse Sonder-E-Mail-Adresse. Egal. Private E-Mail-Adresse. Du brauchst die. Okay. So, okay, ich sehe die. Warte, ich muss erstmal schauen. Ruft da. Also soll ich jetzt meine private durchgeben, oder? Kannst du sagen? Soll ich anfangen? Jetzt ist die Frage, was du mir sagen willst, aber hau mal erstmal raus. Brauchst du meine E-Mail-Adresse jetzt? Oder nicht? Ich hätte dir nur ein Bild geschickt, damit du sehen kannst, was für Grafiken. Ja, gerne. Wie gesagt, ich frage nur nochmal, weil. Irgendwie habe also ich dich nicht ganz verstanden. Ist das eine E-Mail-Adresse mit so einem Hashtag und einer Nummer, die dann noch kommt? Verstehst du, was ich meine? Dass du so einen Namen sagst und dann so ein Hashtag kommt und dann hast du so ein Nummer, das ist nicht mit diesem Ad. Nein. Was? Hilfe. Rette mich. Hast du nicht verstanden? Doch, ich hab's ver... Warte. Ich bin zu langsam in solchen Dingen. Alles gut, ich hab's ja auch dumm erklärt. Alles super. Alles gut, das ist 2154 mit dem nach dem Hashtag. Okay, was ist vor dem Hashtag? Vor dem Hashtag ist Theo. Theo. Ja. Genau, und dann PHIL. Ja. Und dann minus NERD. NERD. Ist alles klein, groß? Großes T, großes N. Großes T, großes. Du hast also alle beiden Ts? Groß? Nur das erste T groß. Ah, okay. Ich hab beide Ts groß. Es gibt ein D am Ende, kein T. Ja, aber du hast P-E-O-T-H-I-L, oder nicht? Nee. P-H-P-B-Peter. Unterstrich Nerd. Ja, ne, minus. Minus. Müsste es gehen, oder? Also minus, keine Ahnung. Phil. Ja. Aus Nerd.
Bin ich nicht. Ich schreib's dir. Hast du die Nummer noch? Ich bin vergesslich. Scheiße, jetzt auf die. So, bitteschön. Jetzt machen wir das so. Dann. Ach, THEO. Ah, null. Echt? Nicht Bus. Richtig. U154. U154. Ach, geht doch. Ah ja. Da ist es ja. Geht um 90 ein. Du. Ja, sieht gut aus, auf jeden Fall. Bei dem Vertikalen, Ja. ich glaube, ich würde die Torten so separat irgendwie Ja, würde ich machen, ändern, werde ne? ich auch ändern. Ich habe das mit ihm schon besprochen. Hat auch irgendwie geändert. Oh, das sieht ja schon aus. Fancy. Ich weiß nicht, aber ich bin jetzt vielleicht ein bisschen sehr genau. Aber weiter unten habe ich das Gefühl, da beißen sich vielleicht ein bisschen die Farben oder stoßen zu stark aneinander. Welchen? Also weiter, wenn du bei dem, warte Beim mal, Vertikalen oder beim Horizontalen? beim Horizontalen. Nee, beim Vertikalen. Warte mal. Oder ist es bei beiden? Nee, also das Längliche ist gut, nur dieses etwas größere. Ne, also mehr so wie so ein Flyer, wenn so ein Zettel Ah, du ausgedruckt. meinst diese Mittellinie, die da kommt? Genau. Das ist nur meine Orientierung gewesen. Ah, Die okay, ist gut. nicht da. Das Okay. ist nur dieses, damit ich den Mittelbereich weiß, wo das ist. Kann es, also ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie es ohne das aussieht, aber kann es sein, dass sich das irgendwie beißt? Das sieht genauso aus, wie das unten bei dem Links aussieht. Also der Übergang. Also es geht nur um den Übergang, weil ich habe, also vielleicht, wie gesagt, vielleicht liegt es an mir. Ich habe so das Gefühl, dass die Farben so extrem aufeinanderstoßen. Das ist halt die zwei Farben von Cool Beans und Ah, deswegen war das so ein okay. bisschen dieses spielerische, Candy-artige, deswegen ist es auch so ein bisschen aufstoßend aufeinander. Ich Ne, aber ja. hätte gedacht, vielleicht, dass man das vielleicht einen sanfteren Übergang macht. Weiß ich nicht. Ja, das kommt aber dann wieder komisch, Okay. weil ich kann es jetzt nicht erklären, warum, aber es sieht komisch aus. Okay. Du hast das Auge dafür. Das ist jetzt nur so. Ja. Nee, ich habe das auch schon mit sanfterem Übergang probiert, aber bei mir ist das halt so ein bisschen dieses links, rechts, zack. Nee, Aber cool. keine Ahnung. Nee, aber gut, wie findet das auch eigentlich ganz geil. Ja. Ja, also wenn die, das ist ja das Wichtigste, wenn die das gut finden, dann ist ja. Ja, ich muss nur ein, zwei Sachen ändern, aber so per se ist es halt das. Also, keine Ahnung, ich kann dir gerne mal zwei andere Sachen zeigen. Ja, gerne. Sowas. Denn das siehst du ja viel auch beim Links, das habe ich gemacht. Genau. Oh, das mit dem Sanders Motorcycle sieht richtig gut aus. Danke, danke. Hat mir auch echt viel Zeit gekostet, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, du bekommst viel Provision. Ja, der hat gut bezahlt, aber das war so mein sozusagen Bruder. Ah ja. Hatte ich für Weihnachten hatte ich sowas. Das Friseur. Das ist auch hübsch, ja. Die benutzen das leider nicht, weil ein gewisser anderer Mensch der Meinung war, vorher die abzugeben, aber er ist Transit, hatte ich sowas gemacht. Ah, die Buslinie auch, ne? Oder was? Oh, cool. Also frag Dominik aber bei der Buslinie, wie viel Scheißzeit ich wegen diesem Kack verschwendet habe, ne? Und dann am Ende Ja. gesagt wurde, ja, nee, wir brauchen das nicht mehr. Weil der Mitarbeiter, der in Kontakt war, der ist dann
Gekündigt wurden. Hat gekündigt, ja. Och ich nö. Hab wieder Hunger. Will dir wieder was jemand? Ja. Immer, du. Kannst du die Schüssel mitnehmen und nochmal Cornflakes reintun? Ja. Danke. Danke ich euch. Jetzt können wir lästern. Nein. Ja. Ich hab meine Augen und Ohren überall. Die Ohren. Augen und Ohren. Ohren. Die Ohren hat sie überall. Ja, klar. Ja. Ich muss gerade echt schauen, wie so die Artikel geschrieben sind, weil das ist so. Ja, tupp dich ruhig aus. Also schau da alles, was du möchtest. Und ich kommentiere und schreibe drunter. Das ist falsch, danke. Das ist doch kein Gesetz. Ich glaub, nee, also kannst dich dann orientieren, wie die anderen Kollegen das gemacht haben. Ja, das ist halt irgendwie so und so. Ja gut, das ist ja dieses LSPD News. Was gibt's denn hier? Ich habe mir diese, ich fand das so lustig, ich habe mir diese Nachtgedanken durchgelesen. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich glaube, Zachary hat das geschrieben. Okay. Und ich saß da so und habe mir manchmal so gedacht, was schreibt der da? Nein, also nicht so schlimm, aber so, hä, das würde ich so nie aufklären. Aber dafür sind ja solche Texte da. Ja, also der war auch anders Dominik? Drauf, der Kollege. Ja. Wie viel muss eigentlich in deine Schüssel von Milch herein? Dann nimm eine Flasche. Okay. Ja. Jeder macht's anders, deswegen frage ich. Ich mach's so. Ja, alles gut. Ja, also bei Nachtgedanken, da siehst du auf dem Bild, also auf dem Kategoriebild, da steht so ein Typ rechts, ne? Mhm, ja. Das war er, also der hat die geschossen. Das ist natürlich auch cool, dass man das wirklich, ne, dass man sich da auch Zettel, Stift nimmt und so und dann sich einfach irgendwo hinsetzt und einfach mal drüber sinniert. Genau. Ja. Das ist eine coole Idee gewesen. So hat er auch vorgegangen eigentlich. Finde ich hübsch, super. Habt ihr Durst? Nee, danke. Nö. Arbeiten im öffentlichen Dienst. Nö. Nee. Ich habe diesen Text zum Thema öffentlichen Dienst gelesen und ich habe es irgendwie manchmal so richtig schmunzeln müssen, weil ich mir so dachte, ja, total Aufopferung seiner Bediensteten und man vernachlässigt alles und dann dachte ich mir so, ja, stimmt. Und es geht noch viel weiter. Stell dir vor, du bist Journalist. Was gibst du dafür auf? Teilweise die ganze Sicherheit. Du stirbst dafür. Was? Ja, Dankeschön übrigens. Gerne, gerne. Was soll ich machen? Ja, so. Okay. Nee, ich hab bei diesen Visitenkarten ein bisschen gearbeitet. Oh, ich weiß nicht, wie ich das beim Pit machen soll, ne? Die Visitenkarte. Mach's einfach nicht. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich da viel Larifari dran machen soll. Oder ob ich's. Ja, viel ist nicht gut. Ja, bei Visitenkarten, ne? Ja, ich weiß. Mach einfach eine Larifari und daneben einfach die Kontaktdaten und das war's. Larifari. Larifari. Jiha. Ey, yo, Larifari. Ey, yo, boy. Yo. Danke dir, Lara. Ja, lustig mit. Übrigens, ich habe schon den Zugang für die Cloud bekommen. Ah, perfekt. Ja. Cool. Verlag war sehr schnell. Ja, die sind heute irgendwie sehr schnell drauf. Ja, ich habe heute Dominik schon gesagt, so, ja, machen wir eigentlich heute mit ihm die Einweisung. Ja, ich schreibe erstmal Verlag, ne? Und dann meinen sie so, ja gleich, ich bin sofort da. Ich denke so, ein Moment, stopp. Hallo, deswegen habe ich ja auch so gesprochen. Der Mann schlag auf dich vor. Ja, ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Verlag auch total überfordert war. Also nicht überfordert, ja, sondern auch so, hä? Lange nicht gemacht, sag ich mal so, ne? Ja, eben.
Ja, das klingt so traurig, ne? Die haben Ja, lange nein, niemanden nein, nein, angeschrieben. nein, nein, der Chef hat vieles übernommen. So kann man sehen. Ja, okay. Ja, das ist immer schade, weil du kannst, also kannst einen Verlag nicht, also eine Zeitung nicht erhalten, wenn du alleine bist. Nein, der war halt als Redakteur allein. Also, das Ding ist, nachdem unsere Chefredakteurin gesagt hat, ich kündige, war halt bei ihm so komplett down. Ah, sind dann also gefühlt alle abgewandert dann, ne? Einzige, die Oder? geblieben sind wir beide. Dominik, wir halten immer zusammen. Yeah! Ich war länger als du. Nee, 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 nee. Könnte es richtig die Asi-Dings rausbringen? Ich mach trotzdem bessere Grafiken. Kann man streiten.